Wir haben Montag, den 5. März 2018. Es ist 17:75 Uhr, 17:75 Uhr, ja. 17:25 Uhr und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 1035 Abonnenten. Und ich sag euch ganz ehrlich, liebe Leute, ich muss mal gerade gucken, wie viel Klicks. Ich höre das jetzt auch ein paar Tage nicht mehr so. So, ja, bam, 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 bam. So, die YouTube-App. Also nicht die App, die Creators-App oder wie das heißt, ja. So, Aufrufe gucken mal so insgesamt. Zack, bam. So, ja. 179.500 Klicks, ja. Wächst, wächst. So, wunderbar. In der heutigen Folge geht es um das BanaTV-Bundesliga-Tippspiel. Mal endlich wieder, ja. Und zwar an dem 25. Spieltag, aber auch um den 24. und um den 23. Spieltag. Was ist hier los, Alter? Scheiß Kohle, Alter, ja. Spieltag, ja. Und, ja, wie ihr wisst, die letzten zwei Folgen zu diesem Tippspiel sind ausgefallen, beziehungsweise habe ich ausfallen lassen, ja, weil ich anderes zu tun hatte, Stichwort Bachelorarbeit und sonstiges, was mich einfach abgefuckt hat. Ja, jetzt ist es vorbei, Gott sei Dank. Und wir werden jetzt mal drei Spieltage zusammenrechnen, gucken, was sich hier getan hat an der Tabelle, wer gute Punkte gemacht hat und wie das gerade hier aussieht. Ja, ich kann euch nicht verraten, es gibt neue Spitzenreiter. Es gibt eine Person, die unglaublich viele Punkte gesammelt hat. Und es gibt Leute, die brutal verkackt haben, so wie ich. Ja. Aber okay, nur den vorletzten Spieltag. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Gucken wir mal, ja, was hier alles geht, Alter. Wir haben auf jeden Fall auch einen neuen Mitspieler am Start. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Es bringt euch jetzt nichts, wenn ich euch jetzt verrate, wer wie was so, ja. Ich kann euch sagen, dass an diesem Spieltag der gute Tim Pohl, ja, sage und schreibe 16 Punkte gemacht hat. Unglaublich stark, ja. Rinka 14 Punkte erreicht hat und das aktuelle Sportwetter 13 Punkte gemacht hat, ja. Das sind starke Werte, das sind starke Punkte, ja, aber das aktuelle Sportwetter, ja. Sehe ich immer mit einem Lachen und einem weinenden Auge, ja. Ich muss sie überholen, verdammte Scheiße, ja. Hören Sie auf, so viele Punkte zu machen, ja. Aber nichtsdestotrotz, liebe Leute, ja, kommen wir jetzt mal zur Tabelle, ja. Für die Tippkönige unter euch, für die Wettkönige, die ja, es gab ja Bonuspunkte. Diesen Spieltag haben natürlich dementsprechend Tim Pohl 3 Bonuspunkte bekommen. Na, Rinka 2 und das aktuelle Sportwetter einen. Die anderen Spieltage, da waren auch Leute natürlich in unter den drei Besten und die haben auch ihre Punkte bekommen. Macht euch mal keinen Kopf darüber, ja? So, ich habe hier die Tabelle vor mir. Gucken wir mal, ja. Auf Platz 37 aktuell. Ich habe gerade auch zwei Leute aus der Tabelle entfernt. Ihr wisst, warum ich das tue. Ich musste einfach Platz Gründe, ja. Und das waren eben Menschen, die lange nicht mehr da waren. So, ciao. Ja. So, also Platz 37. Bernd Balboa. Ich gratuliere. Ein neuer Player im Game. Ja, sehr, sehr wunderbarer Name. Ich feiere den Namen sehr. Bernd Balboa. Ja, es klingt einfach göttlich, ja. 16 Punkte. Machen Sie so weiter. Dann wird es auch noch was, ja. In dieser Saison, ja, wird schwierig, aber sammeln Sie sich hier die nötige Erfahrung im Kampf, ja, im Kampf gegen die Konkurrenz und nächste Saison holen Sie sich die Spitze, ja, ich glaube an Sie. Ich meine, wer den Nachnamen Balboa trägt, ja, das ist ein Kämpfertyp, der gibt nie auf, ja. Adrian, ja. Platz 36, André Libby, 17 Punkte, ja, haben Sie jetzt auch mal seit 100 Jahren mal mitgespielt, können froh sein, dass ich ihn nicht entfernt habe aus der Tabelle, mein Freund, ja, mein lieber guter Freund hier, spielt jetzt gefälligst weiter, ja, verdammte Scheiße, so, ja. Platz 35, Urin stinkt, ja, die nächste Person, die wahrscheinlich entfernt werden wird, sofern sie nicht mehr weiterspielen wird, ja, wenn wir wieder Platz brauchen. 18 Punkte. Platz 34, der Psycho Andreas mit 28 Punkten. Platz 33, King Mahame mit 30 Punkten. Ja, sie haben mich in Instagram geaddet, schreiben mir da so Sachen, ja, und dann, sie können auch hier weiterspielen, oder? Was ist hier los, ja? Platz 32, Kolaschnikow Potavlov, ja. Platz 36 Punkte. Platz 31, der Daniel, der Gute, ja. Hat jetzt auch vor kurzem erst mitgespielt, angefangen mitzuspielen, hat schon 31, ist schon auf Platz 31 mit 42 Punkten, nicht schlecht. Geht aber auch besser, auch bei Ihnen. Ein kleiner Sprung jetzt zu Platz 30, Alex Schöne mit 62 Punkten. Platz 29, Alexander der Große, ja. 75 Punkte. Ich weiß nicht, ob sie groß sind, aber wenn man Alexander groß heißt, hat man berühmte Vor. Ich weiß nicht. Menschen, die vor ihm gelebt haben. So. Platz 28, Ibra Toha 47. Ja, sie haben leider nur einen Spieltag mitgespielt, wenn mich nicht alles täuscht, und an dem auch noch 0 Punkte gemacht. Das ist mies. Tut mir schon sehr leid, ehrlich gesagt, mit 86 Punkten. Platz 27, VTB Clash Fan.
Platz 88. Apropos Ibratoa 47, ja. Eigentlich wollte ich das ja diese Saison schon einführen, aber es ist eigentlich ganz cool, wenn wir das nächste Saison einführen. Nächste Saison möchte ich auch einführen, dass Leute, die die wenigsten Punkte an einem Spieltag haben, genau das Gegenteil von Tippkönigen, auch Punktabzug bekommen. Und möchte auch einen Wert festlegen, bei dem, wenn einer 0 Punkte erreicht an einem Spieltag, dass er auch eine ganz wunderbare Summe abgezogen bekommt. Ja, das macht es noch ein wenig interessanter, ja. Weil wir müssen sowieso gucken, ich habe auch noch ein paar andere Ideen, dass wenn wir jetzt zu so einem fortgeschrittenen Zeitpunkt sind in der Saison und man so neue Mitspieler denken, so, oh, eigentlich hätte ich ja Bock drauf, aber da gibt es ja Leute, die haben schon 200 Punkte, die spielen dann nicht mehr mit, ja. Und wir brauchen auch so Mechanismen hier im Bernhard TV Bundesliga-Tippspiel, die halt auch Leute, die schon ganz weit oben sind und führen, dass es auch die Möglichkeit besteht, dass diese Leute Punkte verlieren, ja. Und das wieder spannender wird auch für die hinteren Plätze und so. Ja, dann überlegen wir uns, was wir das nächste Mal für die Bernhard TV Tippspiel Runde 3 in der nächsten Saison, ja. So, wo waren wir? Wie gesagt, VTB Clash Fan, 88 Punkte, Platz 26, Der Dreh. Wie spricht man es aus, verdammt Scheiße? Ja, 17. Ja. 98 Punkte. Platz 25, Philipp K. Auch Sie sind ein Kandidat, der bald, wenn Sie nicht zurückkommen, ja. 124 Punkte. Platz 24, auch Kanos. 143 Punkte. Auch Sie, 23. Nico. Das sind die drei Kandidaten, die stark abgerutscht sind. Ja, 150 Punkte. Tim Möller, 151 Punkte auf Platz 22. Platz 21, TGCGN mit 152 Punkten. Platz 20, René Boardinghaus, der Gute, mit 155 Punkten. Platz 19, Random L mit dem Minus, 157 Punkte. Benjamin Schweizer, 158 Punkte, führt die zweite Tabellenhälfte an, ja. Platz 17, Jan-Niklas Baumgartner und Huyewiff teilen sich diesen Platz mit 161 Punkten. Platz 16, Fußball World mit 163 Punkten. Platz 15, The Goal mit 164 Punkten, ja. Platz 14, ja, der rechtmäßige König von YouTube, klettert, liebe Leute, klettert ganz langsam wie ein Leopard, schleiche ich mich von hinten an und dann zerreiße ich euch alle, ja. 166 Punkte, ja, ich hole mir noch vorne die Spitze, keine Sorge, ja. Platz 13, Martin S. mit 168 Punkten. Platz 12, Marco the German Englishman mit 170 Punkten. Alter, ich komme mir gerade auch richtig dumm vor. Die ganze Zeit diese, Alter, wie so jemand, der im Bahnhof arbeitet, die ganze Zeit diese Zugnummern durchsagt. Alter, richtig Elbandi-Beruf, Alter. Platz 11, Gary White und will wissen, was läuft. 171 Punkte. Ja, jetzt kommen wir zur Top 10. Nils, 172 Punkte. Platz 9. Der verrückte Professor, 175 Punkte. Ja, seien Sie mal ein bisschen verrückter. Ja, können Sie noch ein paar Punkte mehr holen. Ja, Platz 8. Victor SG und Don Danilo mit 176 Punkten. Platz 7. Gianni mit 178 Punkten. Platz 6. Elkin 25 und Ruben SGE mit 179 Punkten. Und jetzt, ihr merkt es schon, wo war er die ganze Zeit? Ja, der gute Tim Pohl. Der gute Tim Pohl. Das muss ich jetzt einfach mal kurz nachgucken. Ja, Der hat am meisten Punkte von allen gemacht an diesen letzten drei Spieltagen. Ja, wenn man das auf einen Schlag zusammenrechnet, er hat einmal 14, einmal 10 und einmal 19. Ja, das sind zusammen 24, 34, 43 Punkte. Ja. Das ist stabile Leistung. Deswegen hat er einen Sprung gemacht vom Arsch der Welt, alle auf den 5. Platz. Ich gratuliere Tim Pohl, ja. Jetzt hören Sie gefälligst auf, Punkte zu machen. Ja, ich muss sie überholen. Ja. 188 Punkte, ja. Platz 4, Forza SG mit 192 Punkten. Platz 3, das aktuelle Sportwetter mit 198 Punkten, ja. Der Spitzenreiter von, 100 Jahren, J7, abgerutscht, überholt, auf dem zweiten Platz mit 204 Punkten, die 200er-Marke geknackt. Und den ersten Platz, liebe Leute, gleich zwei Spitzenreiter zur selben Zeit. Johnny Oft und Rinka teilen sich den ersten Platz mit 212 Punkten, liebe Leute. Wie ihr seht, es gibt nichts Spannenderes als das Bernhard TV Bundesliga Tippspiel. Alter, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 9 Spieltage sind es noch. Alles ist möglich. Für viele. Für andere nicht mehr so, ja. Aber hey, macht mit auf jeden Fall, ja. Und ich gratuliere den Spitzenreitern. Genießt den Augenblick, ja, ich komme. Es sind nur 50 Punkte oder sowas. Ist nix, ist nothing. Ja. Ich hole alles, ja. In diesem Sinne. Geile Sache, dass viele weiterhin gespielt haben, auch wenn es keine Auswertung gab, ja. Wenn keine Zeit ist, keine Zeit, was soll ich sagen. Ich habe zwar andere Sachen auch zu tun, aber es wird wie gewohnt weitergehen, liebe Leute. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Spieltag, der nächste Spieltag kommt bestimmt, ja. So sicher wie das, ihr wisst schon, da beim Kirschenessen, ja. Also, ciao, ciao.